Ihr Lieben, seid herzlich willkommen zum Gottesdienst am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres. In Deutschland ist heute auch Volkstrauertag, der Tag, an dem man sich erinnert an die Grauen des Krieges, an die Opfer von Krieg, Gewalt und Verfolgung. Ein bisschen spielt es auch in diesem Gottesdienst eine Rolle. Seid herzlich eingeladen, mitzufeiern, mitzubeten, mitzudenken, egal wo ihr seid. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Psalm für den heutigen Sonntag ist Psalm 38. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm, denn deine Pfeile stecken in mir und deine Hand drückt mich. Herr, du kennst all mein Begehren und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Mein Herz erbebt, meine Kraft hat mich verlassen und das Licht meiner Augen ist auch dahin. Meine Lieben und Freunde scheuen zurück vor meiner Plage und meine Nächsten halten sich ferner. Ich bin wie taub und höre nicht und wie ein Stummer, der seinen Mund nicht auftut. Ich muss sein wie einer, der nicht hört und keine Widerrede in seinem Munde hat. Aber ich harre, Herr, auf dich. Du, Herr, mein Gott, wirst erhören. Denn ich bin dem Fallen nahe, und mein Schmerz ist immer vor mir. So bekenne ich denn meine Missetat und sorge mich wegen meiner Sünde. Verlass mich nicht, Herr, mein Gott, sei nicht ferne von mir. Eile mir beizustehen, Herr, du meine Hilfe. Amen. Ihr Lieben, heute müsst ihr beim Predigtext ganz besonders aufpassen, denn der ist etwas ungewöhnlich, sowohl vom Inhalt als auch von der Form. Wir werden sehen, was wir gemeinsam daraus machen. In der Lutherbibel ist er überschrieben von der Überschrift vom unehrlichen Verwalter. Schauen wir mal. Lukas, 16. Kapitel. Jesus sprach aber auch zu den Jüngern: Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach: 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flux 50. Danach fragt er den zweiten: Du aber, wie viel bist du schuldig? Und er sprach: 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Amen. Puh, ihr Lieben, das ist eine ganz seltsame Geschichte, oder nicht? Im Grunde wird hier alles umgedreht, was wir innerhalb des Neuen Testamentes und innerhalb von Jesu Botschaft eigentlich so erwarten. Keine glatten und eindeutigen Charaktere, keine klare und eindeutige Handlung und dazu noch eine eher rätselhafte Pointe am Schluss. Muss man mal drüber nachdenken. Wenn in anderen Geschichten von einem Herrn die Rede ist, dann ist da meistens Gott mit gemeint. Das heißt, man kann die Person da identifizieren. So wie der Vater des verlorenen Sohns hinter mir, der seinen Sohn willkommen heißt, auch obwohl der viel Unsinn gemacht hat. Auch das ist ein Bild für Gott. Aber hier in der Geschichte eher nicht, oder? Es scheint eher, dass der Herr des Verwalters ein eher zweifelhafter Typ ist, weil er wahrscheinlich Wucher betreibt.
und deshalb die Summen auf den Schuldscheinen so wahnsinnig hoch sind. Die angegebenen Mengen, das sind dann ja natürlich alte, antike Mengenmaße damit gemeint, sind, wenn man sie auf heutige Mengen umrechnet, ganze Container voll Öl oder Weizen, bei denen man sich fragt, wie sie in den kleinbäuerlichen Verhältnissen, die normalerweise in den Evangelien eine Rolle spielen, überhaupt entstanden sein können. Sind die je zurückzahlbar für jemanden in der damaligen Zeit? Schwere Frage. In anderen Erzählungen und Beispielgeschichten ist der Schluss manchmal überraschend, aber doch sehr einsichtig, weil Jesu Vorstellungen damit deutlich werden. Er ist entweder moralisch oder logisch, aber hier in dieser Geschichte eher eigentlich nicht. Warum wird der Verwalter für Taten am Ende gelobt, die damit zu tun haben, dass er das ihm anvertraute Geld veruntreut? Warum ist es klug, den Schaden des Herrn sogar noch weiter zu vergrößern, um selbst besser dazustehen? Ist das vorbildlich? Für die Jünger oder für uns heute? Seltsame Fragen. Dazu das Datum, wie passt das zum Volkstrauertag an diesem Wochenende? Es gibt nur wenige Texte im Neuen Testament, die so unterschiedlich und letztlich meistens ziemlich unbefriedigend ausgelegt werden. Allein in den paar Bibelkommentaren, auf die ich zu Hause Zugriff habe, habe ich ungefähr 4 verschiedene Meinungen dazu gelesen. Und nicht nur einfach verschieden, sondern völlig unterschiedlich. Mehr als seltsam. Ja? Was will Jesus mit dieser Geschichte sagen? Er erklärt es ja auch nicht. Die viel einfacheren Geschichten, wie die vom Sämann oder sowas, die wird lang und breit erklärt. Die ausgerechnet hier nicht. Ich kann euch aber halt trotzdem mal sagen, was ich mir dabei denke. Könnt ihr schauen, ob euch das passt, ob euch das irgendwie einleuchtet. Gucken wir doch einfach. Ein Grundthema der Geschichte ist das Grundthema des heutigen Tages, nämlich wie beim Volkstrauertag geht es um Schuld und wie man damit umgeht. Der Verwalter ist eindeutig schuldig geworden und hat nämlich seinen Chef betrogen. Ja, wie ein raffgieriger Manager, der seinen Betrieb ausnimmt. Die anderen Schuldner stehen in der Schuld des Herrn über den Hof. Ihm müssen sie die materielle Schuld ja irgendwann zurückzahlen. Aber der Chef da, der Herr, ist selbst auch nicht so richtig unschuldig. Denn irgendwie sieht es ja so aus, als ob sein ganzes Geschäft nicht so richtig koscher ist, nicht so richtig in Ordnung, moralisch einwandfrei, bestimmt nicht. Denn er nimmt ja wohl Wucherzinsen bei den Mengen, um die es da geht. Und es war damals ein schäbiges Geschäft und ist es heute immer noch. Er verleiht Güter an Menschen, denen in höchster Not keine andere Wahl bleibt, als sich um des Überlebens willen in seine Hand zu begeben. Schon Martin Luther hat Wucherer Mörder mit anderen Mitteln genannt. Und Schulden sind ja bis zum heutigen Tag ein Grund für ganz schlimme Dinge. Das Thema des Volkstrauertages heute ist der Umgang mit der Schuld, gerade im Blick auf den Zweiten Weltkrieg und die Katastrophe des Nationalsozialismus. Es geht also um Schuld, ums Schuldigwerden und vor allem auch um das Leben mit dieser Schuld. Wie wird man damit fertig? Und was für Möglichkeiten gibt es? Gibt es die Möglichkeit, neu anzufangen, zum Beispiel? Jesus hat eine recht deutliche Haltung dazu. Er sagt, Gott kann dir die Schuld vergeben, und zwar jederzeit, aber du musst dich dann auch bemühen, neu anzufangen. In Gegenwart der Ehebrecherin sagt er zu den anderen, die am liebsten sie verdammen und umbringen wollen, wer von euch ohne Schuld ist, der soll den ersten Stein werfen, und dann gehen die ziemlich betreten alle weg. Wir bitten um die Vergebung von Schuld in jedem Vater unser. Und doch gibt es die Erfahrung bei uns im Dorf, wie bei uns im Land, in allen Städten, Schuld kann das Leben beherrschen. Gerade wenn wir denken, wir hätten keine. Weil vielleicht sehen unsere Mitmenschen das ja ganz anders. Jeder und jede von uns trägt, egal wie alt, schon einen gehörigen Batzen davon mit sich herum. Schuld gehört zum Leben, zu jedem Leben. Leben ist immer Leben, auch auf Kosten anderer. Eltern von kleinen Kindern wissen zu berichten von den Nächten, die sie opfern müssen, um die Kinder großzubringen. Das ist nicht so einfach. Da entsteht Schuld und Schwierigkeit und auch Leid vollkommen ohne den Wunsch
jemandem weh zu tun. Und das geht ja quer durch Freundschaften, von Schulhof bis zum Arbeitsplatz, kreuz und quer hindurch. Wir werden schuldig durch unser Einkaufsverhalten, durch unser Umweltverhalten, durch alle möglichen Sachen. Und einfach ist es dann nicht, damit umzugehen. Gucken wir doch mal hier in der Geschichte nochmal. Natürlich ist der Verwalter aus der Geschichte schuldig geworden. Er hat seinen Arbeitgeber betrogen. Von allem, was wir erfahren, hat er den Gewinn wahrscheinlich in die eigene Tasche gesteckt. Wahrscheinlich hat er sogar verjubelt. Manche Leute sind ebenso. So wird er wahrscheinlich zu Recht von seiner Arbeit entlassen. Er stellt es auch selber überhaupt nicht in Frage. Gleichzeitig ist aber auch sein Arbeitgeber ein Mensch, der sich ständig auf schäbige Weise schuldig macht, indem er seine Schuldner bis aufs Blut schröpft. Davon dürfen wir ausgehen. Wie viele Menschen er wohl mit seinen Wucherzinsen in den Ruin getrieben hat, ins Unglück, Sklaverei vielleicht, gab es damals auch als Folge von Schulden oder sogar den Selbstmord. Über die Schuldner erfahren wir aber genauso wenig. Haben die sich bei dem Wucherer etwas geliehen, weil er sie abhängig gemacht haben? Sind sie nur Opfer? Sind sie unverschuldet in große Not geraten und konnten nur so überleben? Oder sind sie selbst schuld und haben die Not auf eigene Faust hervorgerufen durch Spiel und Trunksucht und was nicht alles? Oder haben sie sich vielleicht ganz einfach, und das gibt es ja heute immer noch, verspekuliert? Soll's geben. Fragen rund um Schuld und das Schuldigwerden. Jede Menge. Und auch da bleibt auch nur unsere Frage für uns selber übrig, ja, wie ordnen wir uns da selber ein? Denn die Rolle des komplett Schuldlosen gibt es nicht hier auf dieser Welt. Weder hier in der Erzählung noch im wirklichen Leben. Wie werde ich schuldig an meinen Mitmenschen, an mir selbst? Als Christinnen und Christen sind wir uns unserer Schuldhaftigkeit oft genug sehr bewusst. Wir wissen, dass Schuld auch unser Leben einschränken kann. Wir sind da keine Ausnahme. Nicht zuletzt hoffen wir deshalb doch auf die Sündenvergebung, die Versöhnung mit Gott und den Menschen. Kommt hier aber interessanterweise gar nicht vor. Was aber überraschenderweise vorkommt, ist das Lob. Jesus lobt das Verhalten dieses Verwalters, der als quasi letzte Tat noch einmal seinen Chef so richtig und absichtlich betrügt, indem er dessen Schuldnern massiv die Beträge verkleinert. Da müssen die weniger zurückzahlen. Und damit schlägt er zwei Fliegen mit einer Klappe. Er verschafft den Verschuldeten eine erhebliche Erleichterung und macht sich gleichzeitig neue Freunde, bei denen er als arbeitslos gewordener Unterschlupf und vielleicht später dann auch Arbeit finden wird. Und trotzdem habe ich da dran zu knabbern. Ihr vielleicht auch, dass Jesus dies gegenüber seinen Jüngern deutlich lobend herausstellt. Die meisten Kommentatoren sagen, er lobe nicht ausdrücklich das betrügerische Verhalten, sondern nur die spontane Gewitztheit des Verhaltens in schwieriger Zeit. Daran könnten sich die Jünger ein Beispiel nehmen, wenn sie ihre schwierigen Dienst tun und so weiter. Also ich weiß nicht. Letztlich denke ich, dass damit noch viel mehr gesagt ist. Erstens erkenne ich, dass auch aus Schuld und schuldhaftem Verhalten wieder Gutes entstehen kann. Wer einmal schuldig geworden ist, ist nicht ausgeschlossen davon, Gutes tun zu können. Zweitens können wir einmal mehr sehen, wie fundamental Jesu Kritik an Geld und finanziellem generell, dem ganzen Finanzverkehr gewesen ist. Der Umgang mit Geld und Zins macht schuldig. Und da ist er nicht der Letzte gewesen, der das festgestellt hat. Geld wird oft genug benutzt, um über Menschen Macht zu haben. Und da geht es nicht einfach nur ums Verteilen von Geld. Nein, es geht um Macht, um Leute übers Geld zu einem bestimmten Verhalten zu zwingen. Und damit definiert Geld neue Moral, ein eigenes neues Gesetz. Und es steht oft genug im Widerspruch zu dem, was Gott eigentlich von den Menschen mag. Geld potenziert sozusagen die schuldhaften Verstrickungen, in denen wir als Menschen ohnehin verschlungen sind, gefangen sind, würde ich sagen. Davon kann ich mich nicht ausnehmen, kann sich keiner ausnehmen. Trotzdem, und das ist das Hoffnungsvolle an einem Tag wie heute, wo es um die Beschäftigung mit der vergangenen Schuld ist. Auch aus Tod, Krieg, Verwüstung, Schuld und Versagen in der Vergangenheit kannst trotzdem wieder mit Gottes Hilfe neue Möglichkeiten geben, auch zum Leben hin. Was haben nicht die Weltkriege von Deutschland ausgehend Leid, Schmerz und Trauer in die Welt gebracht? Wie viel Hoffnung wurde zerstört, wie viel Liebe zerrissen?
Wenn wir betrachten die Namen der verstorbenen Soldaten an unseren Denkmälern hier im Dorf, an der Kirche und auf dem Friedhof. Unglaublich, dass danach die Welt sich überhaupt weiter drehen kann. Kann man kaum verstehen. Wie viel Hoffnung wurde zerstört, wie viel Liebe zerrissen, wie viel Schaden erzeugt, wie viel Leid zugefügt. Und dennoch leben wir. Und dennoch haben wir neu angefangen. Und doch haben wir wieder Kinder in die Welt gesetzt. Und gerade am heutigen Bibeltext kann man doch sehr gut sehen, dass dieses Aufrechnen von Schuld, was manche Leute gerne machen mögen, dass es das nicht gibt. Es gibt nur die Vergebung von Schuld und den Neuanfang. Für uns Christinnen und Christen sind auch das Gaben Gottes, die unser Leben schlechthin überhaupt erst ermöglichen. Und an so einem Tag kann man sich sowas auch erstmal wieder bewusst werden. Jeder und jede von uns kann diese Gaben im eigenen Leben entdecken und lernen, wertzuschätzen. Und deshalb ist es ein Tag, an dem man auch mal durchaus in sich gehen darf, um mal zu überlegen, an welcher Stelle könnte ich neu anfangen? Verdienen vielleicht auch die Menschen, über die ich mich geärgert habe oder die sich über mich geärgert haben, einen Neuanfang? Eine Hand ausstrecken, ein neuer Gruß, ein Lächeln, ein Anfang eben. Und das ist ja vielleicht schon mal eine Sache, die man sich vornehmen kann, auch schon vielleicht fürs nächste Jahr. Wir schauen einfach mal. Aber das ist jedenfalls einer der Eindrücke, den ich da aus diesem Text mitnehme. Nachdenken, innehalten, merken, wie ist mein Verhalten für andere und überlegen, wo kann es einen Neuanfang geben? Gerade nach Streit, gerade nach einer Zeit, die so schwierig ist wie die gegenwärtige. Und das hoffe ich für uns alle, ihr Lieben. Amen. Lasst uns miteinander beten und für Bitte halten. Barmherziger Gott, an einem Tag wie heute, da gedenken wir der Millionen Toten, Verschleppten, Vermissten, Gefolterten und Ermordeten. Wir bitten dich um Frieden zwischen den Völkern und Staaten und Volksgruppen. Wir beten darum, dass niemand Gewalt oder Drohung mit Gewalt gebraucht, nur um seine Ziele durchzusetzen. Wir beten für die Politikerinnen und Politiker unserer und aller Regierungen. Für die leitenden Männer und Frauen in Parteien und Verbänden, Gewerkschaften, Betrieben, Verwaltungen, für die Redaktionen bei Presse, Funk und Fernsehen, dass sie das Recht aller Menschen auf Frieden und Gerechtigkeit fördern. Wir beten für unsere Soldatinnen und Soldaten in aller Welt, dass ihr Dienst tatsächlich den Frieden fördere, dass ihre Waffen nicht gegen Menschen gerichtet sein müssen, sondern dazu beitragen, dass Kriege beendet und verhindert werden. Wir bitten dich, Gott, um Mut und um Entschlossenheit. In der Politik, aber genauso bei uns in unseren kleinen Verhältnissen und Bezügen, dass wir Frieden vorleben, für den Frieden eintreten, wo immer wir können. In unseren Familien und Kindertagesstätten, in den Schulen und an den Arbeitsplätzen, bei uns auf dem Dorf und in allen Städten. Gott, das Ziel deiner Schöpfung ist Frieden. In der Sehnsucht nach Frieden sind wir verbunden mit allen Menschen und allen Geschöpfen. Schenke unserer zerstrittenen Welt deinen Frieden, dass dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und genau so beten wir mit den Worten Jesu, das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr Lieben, am Ende dieses Gottesdienstes, bereit für diesen Tag und auch für den nächsten, bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.